Guten Morgen, Brüder. Ezekiels Rat, Namibia oder Mosambik? Ich würde sagen Mosambik. Die GDI hat eines unserer Technologiezentren eingenommen. Sie müssen die Basis zurückerobern und die gestohlenen Informationen wiederbeschaffen. Unsere Truppen dagegen haben nicht genug Zeit, um einen Weg über den Fluss zu finden. Sie müssen also beide Streitkräfte getrennt voneinander befehligen. Ja, Mann. Multitasking. In einem Strategiespiel bin ich so gut drin. Fuck. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich mich so ein absolut. Ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Die GDI hat uns die Pläne und den Prototyp unserer wichtigsten Waffe gestohlen. Ich nenne sie Mantel des Schweigens. Technisch gesehen ein Tarnpanzer. Hol ihn zurück. Natürlich ohne ihn zu beschädigen und sorg dafür, dass man die GDI-Droiden dort nie wieder dazu benutzen kann, mir etwas zu stehlen. Also schon wieder ein Kommando. Was geht ab mit den Missionen hier gerade? Leider ist der Mantel des Schweigens keine gute Waffe, wie ich finde. Also kein guter Panzer. Ich mag ihn nicht. Ja, warte mal. So, zwei. Ne, gut, machen wir zwei. Hier noch ein drei. Vier. Ja, ich. Warte mal. Warte mal. Das Spiel hat gesagt, ich habe zwei Truppen. Ah, okay. Ich muss es mir in Ruhe anschauen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe drei Invasoren zur Verfügung. Okay. Artillerie kann man nicht wirklich schön erkunden, das ist das Problem. Das ist der erste Grenadier, der noch Kids gehen will, Alter. Ja, ich mag den Mann des Schweigens nicht. Es ist eine... Ohoho, da kommt schon der erste Mammutpanzer auf mich zu. Ich habe schon übrigens viel, viel früher nach links gedrückt. Oh Gott, Alter. Lauf. Ich weiß nicht, ob ich den zerstören kann. Okay. Oh, ich habe sogar noch einen Raketenwerfer übrig. Cool. Sieht es gerade als vollen Erfolg an. Die Frage ist, ich muss jetzt mal testen, ob ich hier quasi so vorbeilaufen kann, ohne dass mich der MK2 erwischt. Das geht. Okay. Das heißt, der eine Raketenwerfer mit 10 HP, den ich jetzt noch habe, kann auch bestimmt hier ein Loch in die Wand schießen. Oh boy. Oh ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, aber ich habe das Gefühl, dass es genau die richtige wird. Kriegt er das hin? Ja, er kriegt es hin. Okay. Ich hab immer so. Ich hab 2000. Oh boy. This is looking good. We do this. Ich werde es unbedingt abspeichern. Weil ich habe keine Ahnung, welche Gebäude ich am besten einnehme. Also selbstverständlich die Basis. Selbstverständlich die Basis.
Wie gut, dass ich vorher gespeichert habe. Okay. Jawohl, dahin reicht die Reichweite von dem Scheiß, von dem Scheißturm jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob ich den, wenn ich den Turm zerstören will, hat keinen Sinn, nicht mit den Einheiten, die ich habe. Ich glaube, da wird sich am ehesten lohnen, schon dabei. Sofort, Sir. Kraftwerk dabei. Zu zerstören. Jawohl, Sir. So, die Basis, wir schauen uns mal an. Breche auf. Ja, das speichere ich trotzdem nochmal. Not 11b. Also, reicht der Turm daran? Der Turm reicht daran. Aber ich will mich schon mal ergreift jetzt das hier an. Dann kann ich vielleicht... Na, nein, reicht nicht. Also jetzt? So, die haben keinen Strom mehr. Okay. Drei Dings kann ich holen. Hätte man sicherlich besser machen können, aber wir nehmen es jetzt einfach mal so hin, wie es ist. So. Ich werde brauchen der Zibirium-Raffinerie. Oh, machen wir es doch noch besser. Ich habe es nicht Angst. Okay. GDI-Gebäude wurde erobert. Breche auf. GDI-Gebäude wurde erobert. Mal schauen. Auf jeden Fall die Kraftwerke. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Jetzt habe ich ein Problem. Die Silos holen wir uns, weil die sind voller Geld. Okay, wir sind in Ordnung. Oh Gott, hier geht's los. Hier geht's los. Okay. Oh, schön. Muss ich mal schauen, ob der Delirium-Sammler quasi noch einen hat. Okay. Sieht auch nicht so aus, als würde der Delirium-Sammler... Er kommt, er kommt. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan, wie das alles funktionieren kann. Okay. Krieg mal alles hin. Krieg mal alles hin. Okay. Und da ist es natürlich. Vielleicht kriegt man das doch nicht alles hin. Vielleicht kriegt man das doch nicht alles hin. Ja, der Mammut ist jetzt ein bisschen zu viel. Muss ich leider gestehen, der Mammut ist ein bisschen zu viel. Bevor ich jetzt hier oben was weitermache, schaue ich jetzt erst noch, ob ich die Soldaten hier irgendwie durchkriege, weil das würde mir doch schon gewaltig werden. Ja, vergiss es. Werde ich gar nicht erst probieren. Das sieht schon scheiße aus. Der sieht schon gewaltig scheiße aus. Okay, ich habe eine Idee. Damit die Idee funktionieren könnte. Und zwar. Jawohl, Sir. Also das war schon alles gar nicht verkehrt, was ich hier gemacht habe. Wir nehmen das Ding ein und zwei Kraftwerke. Weil anders wird es nicht schon. So. Dann hole ich mal eine Kaserne. Mit der Kaserne. Ich muss wohl oder übel Silos einnehmen. Es hilft nichts. Aber ich möchte gerne auch schnell eine Fabrik einnehmen. Weil ich dann einen BMT kaufen kann. Und der BMT, der würde mir schon wahnsinnig weiterhelfen. So, ich brauche das Geld. Jetzt holen wir mal die Waffenfabrik. Ich glaube, das werde ich schon irgendwo bereuen, aber ich will sie haben. So, jetzt kann ich einen BMT holen. Wir müssen am Leben zu halten. Jawohl, so.
Shit, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Ich wollte jetzt den... Kann ich das irgendwie besser machen? Ich kann den nirgends verstecken sonst. Ich kann den sonst nirgends verstecken. Fuck! Ich muss die Basis und zwei Kraftwerke einnehmen, weil sonst schießen die Türme auf mich. Das heißt, die drei Invasoren sind schon fest verplant. Außer, okay, ich habe noch, nee, mach mal anders. Okay, andere Möglichkeit. Ich würde sie zwar lieber einnehmen, aber... Jawohl, Sir. Dann mach mal das so. Jawohl, Sir. Jetzt ernsthaft? Ah, jetzt kommen die Pisser angefahren? Das ist doch nicht dein Ernst. Aber jetzt hätte ich mir gedacht, jetzt gehe ich so. Aber ich brauche eine Kaserne. Ich brauche eine Kaserne, um die MT zu holen. Also, die Panzer ignorieren mich komplett, wenn ich die komplette Basis einnehme. Es ist denen scheißegal. Dann haben die überhaupt kein Problem. Dann haben die überhaupt kein Problem. Aber wehe, ich zerstöre das Kraftwerk. Das ist nicht okay. Die komplette Basis einnehmen. Coolio. Mach mal, ich nehme mal so. Davon muss erstmal reichen. Sofort den BMP, den bringe ich jetzt hier rüber. Den bringe ich so nah wie ich kann. Das ist meine einzige Chance, die sehen hier. Gleich die Waffenfabrik. Scheiß auf alles andere. Oh Gott, ich will so gerne das Ding da einnehmen. So. Okay. Mal schauen, dass das Geld schnell da ist. BMP, komm. Mehr kann ich nicht machen. Oh boy, ich habe ihn gerettet. Okay. Hoffentlich kriege ich noch einen Panzer durch. Auch das würde mir schon sehr helfen. Nicht, wenn ich es verkacke. Naja, ist egal. Ich habe den Dings gerettet. Ich hab den Dude gerettet. So. Ärgerlich mit der Waffenfabrik, hätte ich bestimmt besser anstellen können, aber jetzt nehmen wir es erstmal mit, wie es ist. Puh. Seht ihr schon, wie der Luftangriff? Was ist hier unten passiert? Was ist da unten passiert in der Zwischenzeit? Hi. Habe ich nichts von mitbekommen. Oh shit, und jetzt habe ich keinen. Oh Gott. Ja, verliebt. Okay. Cool. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber ich werde es jetzt zumindest noch so weit probieren, bis ich die Basis in eine stabile Lage gebracht habe. Also, erstmal. Jawohl, bitte auf. Müssen wir hier... Das sind alles Flammenwerfer, ne? Raxeros. Sind die nicht in der Lage? Ich bringe jetzt alle erstmal ein bisschen weiter auseinander. Und keine Ahnung, was hier unten passiert ist. Keine Ahnung. Ich weiß natürlich, was passiert ist, aber... Schneller! Nicht, das ist nicht wie ich es wollte. Das ist nicht wie ich es wollte. Ich habe gedacht, wenn ich die schon ein bisschen früher losschicke, habe perfekt einen Vorlauf. Aber dummerweise bin ich absolut unfähig und habe irgendwie 12 Mal daneben gedrückt. So. Also ist egal. Nehm, ist ein. Jawohl, Sir.
einnehmen, gleich einnehmen, gleich Panzer bauen, gleich Silos einnehmen. So, ah, shit, Alter. Das funktioniert nicht so. Ich hoffe, die lassen sich auch nicht davon abhalten. Die fucken mich ab. Die fucken mich ab. Ich brauche den BMP. Ich will diesen Kommando am Leben halten. Der ist die beste Einheit, die ich habe gegen diese verfickten Leere. Oh shit, 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 jetzt bin ich wieder langsamer unterwegs. Neue Booster. Was passiert jetzt? Lass mich raten. Eine meiner Einheiten hat den Sammler angegriffen. Diese Einheiten greifen nie etwas selbst an, weil sie absolut strunzdumm sind. Aber natürlich greifen sie jetzt ohne Wenn und Aber den Sammler an. Weil, warum nicht? Weil, warum nicht? Konstruktion. Jawohl, in Ordnung. Ja, schon dabei. Jawohl, sofort ins Geld. Unsere Basis wird angegriffen. Auch noch Soldaten an den okay. Ja, gut, das war voll gut. Ja, gut, das war voll gut. Ja, gut, das war voll gut. Okay. Scheint zu funktionieren. Was fällt mir nicht ein? Weil... Okay, jetzt müssen wir erstmal alles andere sein lassen. Weil ich werde die Raxios brauchen. Oh Gott, ich hab nichts gehabt. Jetzt ist er wieder draußen. Der Mammutpanzer ist ein Problem und hier haben sie schon wieder alles halb vernichtet. Okay. So lange das Zeit nicht da ist. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Also so von der Grundlage her gefällt es mir schon. Ich muss nur irgendwie schaffen. Basis jetzt sichern. Muss ich den... Ich habe das Gefühl, dass ich den... Ich habe das Gefühl, dass ich den... dass ich den Kommando opfern muss. Ich habe das Gefühl, dass ich den Kommando opfern muss. Das war's mit der Helligkeit des Kommandos. Nicht anders. Ups, einmal rein. Zwar, was wir jetzt machen werden, ist... Ja, ich kann es mir nicht anders vorstellen, wie ich das machen soll. Neue Plan. Der Kommando wird sterben. Das sagt aber... Alle kriege ich nicht in Zeit. Gleichzeitig.
holen wir uns erstmal das da. Dann holen wir uns noch ein. Noch einen davon. So. Wo sind die Flugzeuge schon unterwegs? Wo sind die Flugzeuge schon unterwegs? So. Nein, reicht das noch nicht? Ich war mir jetzt eigentlich fast sicher, dass es ausreichen wird, um also natürlich genau an der falschen Stelle zu holen. Noch sehe ich keine. Noch sehe ich keine Dings auf der Karte. Wir haben schon mal da bereits. Und noch einen Turm. Hallo, können wir auch von meinem. So, bleib da, weil die reagieren irgendwie ganz empfindlich auf die. Jetzt habe ich schon mal zumindest ein paar Türme. Ich hatte gehofft, dass ich MK2s kaufen kann, aber scheinbar geht das. Da, lauf nicht! Da habe ich euch nicht hingedrückt! Das ist nicht zum Aushalten. Ich reagiere, die gleich richtig schön fett reinhauen. Wo gehe ich jetzt mit dem? Es ist noch kein. Es hat noch kein Luftangriff stattgefunden. Sehr schockiert, ehrlich gesagt. Fuck, die Maschinengewehr kommt nicht mehr mit der Maschinengewehr. Okay. Ich habe das Schlimmste überstanden. Und noch zwei Invasionen. Die Waffenfabrik und die Kaserne nur für den Fall, dass die meinen, sie müssten mein Kommando doch angeben. Ich habe jetzt noch zwei große Probleme hier. Das erste große Problem ist der Mammut, der hier abgammelt. Das zweite große Problem sind die zwei Türme hier. Können wir jetzt noch einen Panzer holen? Ich kann aktuell kein. Kein Tibirium absammeln, wo es sicher ist. Ich muss mal die Panzer finden. Da ist Tibirium, da ist schon mal kein Tibirium, den ich absammeln kann. Schon mal sehr schön. Das Ding hier kann ich zwar einnehmen, aber ich glaube nicht. Oh doch, da kann ich überhaupt was machen. Super. Ich drück. Ihr seht es nicht, aber ich drück darauf, dass er angreifen soll. Macht er. Macht er. Der wird uns zwar weg, nicht. Ich da rein, ich da rein, bis da rein. Jetzt? Nein, natürlich nicht. Ich konnte ihn nicht angreifen. Er wollte ihn zwar direkt nicht angreifen. Warum auch immer. Aber es geht. So, mit zwei Panzern müsste ich eigentlich in der Lage sein. Jetzt wird noch ein dritter und eine Tiberium-Ladung ist. 700 mit drei Panzern würde ich so wie die beiden Türme halten auch
Jetzt gibt es keinen Luftangriff oder was? Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Wenn der geht, wollte schon sagen, der wird links rumgehen. Diese Türme zerstören, der hat unendlich Credits. Unendlich fucking Credits, um diesen Power zu erlangen. Nee, okay. Nachholen. Wir uns Sachen zerstören. Ich würde sagen, was ist passiert? Hier drüben Feines? Hier drüben Feines? Und natürlich, jetzt hat er gewonnen. Jetzt hat er gewonnen. Was macht er? Ja, das hatte ich fast befürchtet. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist nicht okay. Das ist nicht dein Scheiß. Jetzt hat er plötzlich den Gedanken gehabt. Sofort auf dem Bauhof und alles drauf, was geht. Brauche ich einen Bauhof? Ich habe alles, was ich wollte, oder? Ich glaube nicht, dass ich einen Bauhof scheiße zu bauen. Ich werde ein bisschen auf den Bauhof machen. Ich habe alles, was ich will. Ich bin zufrieden. Leute. Ich will nicht schreien oder so, oder? Gar nicht. Ja, ist okay, ne? Da unten, okay, ja. Ich dachte, ich habe ihn schon soweit halbwegs secure. Mach den hier anpacken. Ich werde wahrscheinlich geladen werden. Hier. Aber ich bin zumindest zu behindert. Irgendwas ist das. Okay. Das ist wunderbar. An der Stelle hören wir jetzt erstmal auf. Also. Ich gehe jetzt essen. Es ist wieder Zeit hier. Ich gehe jetzt essen. Ich müsste mal schauen, was ich mit den Einheiten machen. Zumindest habe ich es irgendwie hingekriegt, dass der Luftangriff nicht mehr reagiert. Und ich glaube, ich hätte diese Basis hier halt secured. Ich werde es zu dem Zeitpunkt spielen, an dem ich die Basis secured habe. Und dann schaue ich nochmal, wie man dann weitermacht. Also die beiden Türme noch zerstören, die beiden Dinger noch zerstören. Schauen, dass wir den Bauhof nicht verlieren. Vielleicht noch einen zweiten Sammler. Und dann müsste ich ja erstmal eine Ökonomie haben, die funktioniert. Nochmal einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns wieder. So, da sind wir wieder. Für euch ist eine Sekunde vergangen, für mich sind es ungefähr 24 Stunden. Ich habe es geschafft. Die Basis steht, ich habe zwei Sammler, die laufen. Hier unten wurde zwar was zerbombt von einem Luftangriff. Mein Kommando ist auch noch sicher in einem BMT verwahrt. Dazu auch eine lustige Geschichte, die nicht lustig ist, aber ich erzähle sie trotzdem. Ich würde gerne irgendwo diese Werkstatt hinstellen. Stell mal sie an den Eingang, was ist das Schlimmste, was passieren kann? 20 Minuten später ist alles in Flammen aufgegangen. So. Ich hatte mein Kommando hier hingestellt, weil scheinbar priorisieren die Luftangriffe ihn dann nicht. Aber dann bei einem Versuch haben sie ihn priorisiert. Und dann sehe ich die Flugzeuge von hier drüben schon ankommen. Ich weiß, ich kann meinen Cursor nicht sehen. Also die Flugzeuge kommen hier und ich sehe sie schon. Und ich denke mir, okay, scheiße, schnell zu meinem Kommando. Kommando auswählen und aus dem Weg bringen. Was machen die Flugzeuge? Ziehen in die Richtung ab, in der mein Kommando steht. Die haben aktiv ihren Flugkurs geändert. Wenn ich GDI spiele, dann kann ich nicht aktiv den Flugkurs verändern. Dann fliegen die genau dahin, wo ich die einmal das Kommando gebe, sie hinzuschicken. The fuck! Absoluter, verfickter Bullshit. So, mir ist gerade eine Idee gekommen. Ich spiele ja eigentlich Not. Ich bin ja eigentlich gar nicht GDI. Aber scheinbar bin ich GDI, weil ne, ich habe hier GDI-Einheiten und sowas. Was mir sehr entgegenkommt, weil GDI hat einfach bessere Panzer und alles. Oh, Kampfhelikopter! Oh, lul! Ich habe eine GDI-Basis eingenommen und ich krieg Not-Hubschrauber. Das ist komisch. Aber gut, ich nehme es mal so hin.
Ich wollte eigentlich Orcas, ich wollte eigentlich eine Orca-Armee bauen. Ich spiele schließlich gegen GDI, also die dürfen jetzt keine Flugabwehr haben, in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, die werden es wahrscheinlich trotzdem haben, weil... Fuck, Logic. Aber... Okay. So, mein Plan ist, ich lasse jetzt noch den hier reparieren. Weil mich das sonst nervt, dass der halb angeschädigt ist. Und das repariere ich noch. Weil ich sonst genervt bin. Jetzt sieht es nämlich so aus, als hätte ich eine wunderschöne Basis, keinen Schaden genommen und gleich der Luftangriff wieder unterstört alles. Oh, ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. So. Ich wollte jetzt eigentlich eine Luftarmee herstellen, aber wenn ich Kampfhelikopter kriege... Das Schlimme ist, es steht ja hier, stark gegen Infanterie lädt auf dem Heliport nach. Die sind... nicht schlecht, aber die sind nicht so gut gegen Gebäude. So, ich nehme jetzt mal meinen BMT her und noch mal ein bisschen auf Erkundungstour, was hier so noch abgeht. Oh mein Gott, Alter, der kommt sofort aus dem fucking Kriegsnebel. Get fuck. Um mir ins Knie, um mir ins Bein zu pissen, glaube ich. Um mich ins Knie zu ficken oder ans Bein zu pissen. Also, okay. Also wir haben schon mal die zweite GDI-Basis gefunden. Das ist ja schon mal sehr schön. Ich kann leider immer noch keine MK2s kaufen. Ich glaube, man kann auch gar keine MK2s kaufen, wenn man die Basis nur übernommen hat. So. Stück für Stück versuchen wir jetzt mal alles hier auszurotten, was GDI ist. Weil wir die Guten sind. Nicht vergessen. Oh Gott, da kommt der Sammler. Ich habe gut Lust, den Sammler einmal anzugreifen. Ich weiß, dass ich es komplett bereuen werde, wenn ich den Sammler ein einziges Mal angreife. Könnt ihr mal aufhören mit euren verpimmelten Einheiten hier? Piss dich, Alter. Alter! Was mich stört, ist einfach nur, dass sie mich schon wahnsinnig weit aus dem Kriegsnebel heraus sehen. Ich meine, gut, die haben den Kriegsnebel jetzt nicht mehr so wie ich, aber... wisst ihr was, genau, lauft einfach mal da durch. Das ist mir ganz recht, lauft einfach mal durchs komplette Sibirium. Vielleicht sollte ich noch einen Sammler holen, weil das Sibirium sieht sehr, sehr limitiert aus. Und wir haben auch einen Sammler, der Sachen sammelt. Die Einheiten, die können mal 17 Mal durchs Sibirium laufen und daran verrecken. Das soll mir recht sein, ehrlich gesagt. Die machen es auch. Ich gehe mal davon aus, wenn ich hier zu nah rangehe, werde ich von einem MK2 beschossen. Weil es nicht klar sein sollte, okay. MK2 ist der stärkere Turm von GDI. Ich glaube, ich sag's 12.000 Mal oder so am Tag. So, die Basis ist definitiv kleiner, als ich gedacht hätte. In der Missionsbeschreibung steht, ich soll meine Einheiten da unten, mit denen ich noch überhaupt nichts gemacht habe, über den Fluss führen. Wo? Hier drüben irgendwo? Direkt in die GDI-Basis rein? Was habe ich davon? Das klingt irgendwie sehr komisch. So. Okay. Dann lasse ich jetzt mal reparieren und dann hole ich noch einen zweiten BMT. Mit dem fahre ich jetzt einfach mal durch die Basis durch und mal schauen, was die da so Feines haben. Was GDI da noch so Feines hat. Ich habe die ganze Zeit einfach nur panische Angst, von einem Luftangriff erwischt zu werden. Lull? Oh! Hätte ich die Basis einnehmen? Oh mein Gott! Ich habe die komplette Basis, ich habe die komplette Mission falsch gemacht. Das ist die große... Oh mein Gott, ich hätte hier runtergehen sollen, wo ich schon eine Basis hatte. Alright. Also, ich hab die Basis. Ich. Okay, das ist gut. I like. Dann nehmen wir mal das Gefängnis hier ein. Keine Ahnung, was ich damit machen soll.
Ich hätte die drei Invasoren, die ich am Anfang hatte, hier runternehmen sollen und die Basis einnehmen sollen. Und hier in der Basis was aufbauen, damit ich die Basis da oben zerstören kann. Ich habe die Basis da oben eingenommen, nur damit ich jetzt hier unten absolut keine Gegenwehr habe, in irgendeiner Art und Weise. okay. Cool. Okay. Oh mein Gott, warum kann ich jetzt... Okay, ich habe ein Gefängnis gebraucht, damit ich... Oh mein Gott, ich kann es bauen! Okay. Wir holen uns jetzt einen Obelisk des Lichtes. Alter, fuck this shit. Gut. Oh, Obelisk des Lichts. Müsste eigentlich eine ziemlich hohe Reichweite haben. Ich hoffe mal, es reicht. Das muss eigentlich reichen. Ja. Piu! Piu! Das könnte noch reichen. Nein, es reicht nicht mehr. Schade. Wir bauen einfach mal Kraftwerk hier hin. Das ist jetzt absolut behindert, was ich mache, aber ich möchte es einfach machen. Jetzt habe ich nur eine Sorge. Meine Sorge ist nämlich, ich kriege keine Einheiten hier rüber. Außer Helikopter, aber da muss ich die Dings aufdecken. So. Keine Energie mehr. Wundervoll. Oh boy, why do you do this to me? How could this happen to me? I made my mistakes. I know what to run. Okay, ich zerstöre jetzt mal noch das Schiff und dann ist die Frage, was die Gegner noch hier für Einheiten drüben haben, weil die werde ich ausrotten müssen. Und wenn der Gegner sein, in der Missionsbeschreibung steht... Achso, und sie müssen beide Streitkräfte... Aber das ist voll Bullshit, wenn der Gegner hier Dings hinschickt. Wie heißt es? Luftangriff. Weil ich da unten halt Artillerie hatte. Ich müsste irgendwas bauen, um sicher zu gehen, dass der Gegner keinen Luftangriff darunter schickt. So, jetzt zerstören wir mal auf das Schiff, weil es fucked up. Get fucked. Krieg ich das mit dem? Krieg ich das mit dem? Krieg ich das mit dem? Oh, das muss genau reichen. Pium! Okay, ich speichere mal. Ich hatte mir die Mission tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich vorgestellt. Ich möchte erstmal... Ich brauche eigentlich nur Vision. Zur größten Not habe ich noch die Hubschrauber. Oh Gott, da fängt schon an. Oh Gott, okay. Ja, das wird nervig. Das wird nervig. Das wird nervig. Ich brauche nur, Ja, guckt's euch an. Stirb, Bastard. Okay. Geht doch nicht. Whatever. Okay. Noch ein Grenadier. Natürlich noch ein Grenadier. Weil die Grenadiere genau die einzige Einheit sind, die mir jetzt so richtig auf den Piss gehen könnten. Oh Gott. Ich werde mehr Helipods brauchen, ich sehe es kommen. Kann ich einfach mit denen ein bisschen die Welt aufdecken? Ja, kann ich. Okay. Wie hätte ich das hier unten alles machen sollen? Wie hätte ich das genau unten hier alles machen sollen? Hallo? Okay, die. Scheiß drauf, ihr geht nicht drauf. Schön. Schön, dass da unten alles weggebombt wird von mir. Und ich mit dann noch 10 Einheiten da unten alles machen soll. Also das ist mal wieder Bullshit. Heliport, Heliport. Ich brauche mehr Heliports. Watch out, here comes the Heliport. Geldmittel und so weiter. Geldmittel und so weiter. Geldmittel und so weiter. Ja, ich kann auch gerade reparieren.
Weil man weiß nie, wann da 17 von denen. So. Habe ich alle dran? Nein, ah, jetzt. In Ordnung. Ich muss gerade mal überlegen, das Beste, was ich machen kann, ist, glaube ich, das ist halt das Schöne. Das sind halt keine Orcas, das sind Kampfhelikopter. Die haben halt absolut keinerlei Raketen, um gut mit Dings klarzukommen. Das Beste, was ich machen könnte, wäre, ich jetzt einfach mal einen Soldaten hier rüber schicken. Ich brauche nur Sicht auf alle gegnerischen Einheiten. Geh nicht da oben lang! Ich drück dich da unten lang, geh nicht da oben lang, da habe ich dich nicht lang geklickt. Dummer, kleiner, hässlicher Bastard. Wetten, der wird von einem Grenadier nicht umgebracht. Das fucking Ding hätte ich mit den Einheiten zerstören sollen. Willst du mich eigentlich verarschen? Steht halt einfach ein fucking Mammut. Scheiß Bastard-Mission schon wieder. Oh, der kann. Mh. Ich wollte gerade sagen, der Mammut hat Anti, der hat Anti Flug, Flugabwehr, der Flugabwehr. Ja, reicht es? Reicht es? Das könnte so reichen. Natürlich reicht es genau nicht. Warte, der Soldat schafft es schon. Come on, come on, come on and slam and welcome to Japan. Come on and slam. Boah, Alter, das war so ein harter Fight. Das hätte fast funktioniert. Ich werde den einen Soldaten, hätte ich jetzt noch gebraucht. Ist okay. Oh, das war's. Okay, cool. Ich kann jetzt nicht... Da war wahrscheinlich ein Zivilistendorf, der sich hier umbringen soll. Okay. Beautiful. Absolutely fucking beautiful. Wie effizient? 11%. Alter, ich habe die Hauptbasis eingenommen, bevor ich es überhaupt einnehmen soll. Ah, oh, das war beautiful. I like. Okay. Ha, sieht so aus, als würden wir uns langsam dem Ende nähern. Da haben wir nur ein Ort, an dem wir hingehen können. Ich habe keine Ahnung, welches dieses Land ist. Das finden wir dann bis nächstes Mal heraus. Aber wir haben noch ein zweites Szenario für diese Mission in Namibia. Und das machen wir dann morgen. Bis dahin.